Wow. Das sind mal Informationen, die schwer zu schlucken sind. Unser lieber Herr Direktor ist weit über 100 Jahre alt. Ich mach mal eben die Musik was lauter. Leiser, ja, genau. Leiter, leiser, lauser, dann, ne? Also, muss man erstmal kapieren hier. Dass da was mit Pflanzen experimentiert hat, das habe ich ja. Dass da was mit Pflanzen war, das habe ich ja soweit verstanden, aber dass das solche Ausmaße hat, das ist doch mal. Boah. So. Da, Bibliothek. Okay. Ach, da waren wir ja drin. Die erste Etage. Die Bibliothek waren wir ja schon, aber das Büro. Das geheime Büro. Schauen wir doch mal nach. Hier haben wir ja soweit alles abgegrast. Das heißt, wir können mal fröhlich weiter gucken gehen. Hoffentlich ungestört. Wo genau müssen wir jetzt lang? Da hinten müssen wir was. Ist irgendwas mit einer Tür? Sporthalle. Bibliothek steht als nächstes auf dem Plan. Da soll wohl auch irgendwo das Schloss sein. Ich glaube, es ist da hinten in der Ecke. Weiß ich aber nicht genau zu sagen. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo wir lang müssen. Genau in eine andere Richtung nämlich. Boah. Aber Leute, ich glaube, wir sind langsam dabei, der Geschichte hier auf den Grund zu gehen. Informationen werden immer mehr. Feinde auch, wenn man mal an den schicken Rektor denkt, der uns da vergiftet hat. Darunter. Also, boah. An der Highschool möchte ich nicht studieren. Jetzt. Mann! Ich will doch nur einmal vernünftig spielen. Slow-mo. Ist ja nicht zum Aushalten hier. Wartet mal eben. Mann, jetzt ist es mir wieder abgeschmiert. Ey, ich könnte kotzen. Ja, dann Leute, hoffentlich bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao. Da bin ich wieder. So. Habe jetzt mal den Upload abgebrochen. Ich hoffe mal, jetzt funktioniert hier alles viel besser. Und da müssen wir rein. Ich gucke mal gerade hier hinten, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Sieht aber schlecht aus. Das heißt, wir begeben uns nach dem Nachladen natürlich. Du lädst auch mal nach. Und nun begeben wir uns wieder da rein. Es ist gerade eingefallen, ich hätte Ashley vielleicht mitnehmen sollen. Die kann besser kämpfen. Leck doch nicht so rum, Mensch! Alter, ich. Alles will mich hier verarschen. So. So, was ist das hier? Ist abgeschlossen. Da waren wir schon drin und alles. Das heißt, nun müssen wir hier runter. Und geheimes Büro. Wo ist das geheime Büro? Ja. Hinten in der Ecke, würde ich sagen. Heißt, wir gehen jetzt mal da rein. Hier ist Ruhe. Soweit noch. Okay. Können wir da rein? Ich habe die Tür aufgeschlossen. Hurra, du kriegst einen Preis. Endlich sind wir hier. Warte nur ab, bis ich dich erwische, Friedman. Wir müssen noch drei Statuen finden. Da fehlt ein Kopf und ein Arm. Wunderbar.
Eine Filmrolle. Archiv 24. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Filmprojektor anschmeißen kann. Ah. Oh. Kann ich die zerlegen? Ja. Und jetzt möchte ich die starke Taschenlampe kombinieren mit. Ja, toll, jetzt haben wir wieder keinen Klebstoff, wa? Ach, Mann. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nein, haben wir hier noch irgendwo Klebstoff rumfliegen? Irgendwo müssen wir uns diese Filmrolle doch ansehen können. Ja, Schätzchen. In der Aula, das weiß ich schon mal. Jetzt sind wir nur für einen Schlüssel, zu dem wir das Schloss nicht kennen, einer Filmrolle und der Statue hier hingekommen. Und ich habe meine Schrotflinte zerlegt. Das finde ich nicht okay. Drahtrolle? Bolzenschneider? Nö. Toll. Ganz toll. Ach, Mann. Ich hätte es ahnen müssen. Es konnte nicht so einfach sein. So. War es das hier schon wieder? Da ist eine Tür, die wir noch aufmachen können, aber da ist so nichts Wichtiges mehr drin, das weiß ich aus Erfahrung. Das heißt, wir können hier getrost wieder rausgehen und die verbleibenden Statuen suchen. Wo auch immer die sich befinden mögen. Ach, ihr seid noch hier? Ich bin interessiert, ich muss das Gegenmittel finden. Ein Gegenmittel? Es gibt ein Gegenmittel. Seid ihr ganz sicher? Ich bin absolut sicher. Laut Wilson ist es hinter einer großen Tür. Aber wie wollt ihr dieses Labor finden? Eine Karte vom Keller. Eine Karte? Das ist... Ihr wollt... Alter? Hey! Hey! Gib mir die Karte her! Ach. Der Rucksack hat mir die Karte gestohlen. Wo ist er hin? Ja, wo ist der Drecksack denn hin? Wahrscheinlich hier raus. Die Tür lässt sich von hier nicht öffnen. Wieso hat er die so gelassen? Das funktioniert nicht. Ne? Ne? Toll. Wo können wir denn jetzt raus? Hat die gerade einmal schon. Die Tür lässt sich von hier nicht öffnen. Wieso hat er die so gelassen? Das heißt wahrscheinlich, dass wir irgendwo aus dem Fenster raus müssen. Ach, können wir hier vielleicht das Schloss aufmachen? Ja, aber wollen wir das auch? Das ist die andere Frage. Gucken wir doch mal hier rein. Was sich hier so verbirgt. Nichts Nettes. So viel ist schon mal sicher. Haben wir da irgendwas drin? Ja, in der Aula, Schätzchen. Ah. Das ist schon mal gut. Ach, Fantasy-Bücher. Komm mal da hoch. Ach ne, das sind nur Deko-Leitern. Alles klar. In Alan Gardners Tagebuch steht was von Statuen. Die müssen wir finden, um in Friedmans Labor zu gelangen. Jaja, bin ja dabei, Schätzchen. Bin ja dabei. Immer mit der Ruhe. Erste-Hilfe-Ausrüstung. Ich wusste doch, da ist irgendwas. So, wo kommen wir jetzt rein? Erstes Obergeschoss. Ah, toll. Nein! Toll! Boah, jetzt sind wir fast draufgegangen. Das ist... Das ist gar nicht in meinem Sinne. Das heißt, die werden wir gleich mal verwenden und bei ihr werden wir das auch gleich mal verwenden. Aber dann kannst du ihn ja mal bitte
hier die da geben. So. Was sagt die Karte? Karte sagt, wir können mal da reingucken. Ich habe irgendwo in der Schule einen alten Filmprojektor gesehen. Ja, du siehst noch was Interessantes. Eine Disk. Und? Was ist da noch? Das war's. Gut. Dann. Was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? So, da haben wir die auch wieder weg. Nichts Neues, nichts Neues. Klebeband. Starke Taschenlampe. Kombinieren mit der Schrotflinte. Gefällt mir. Ja, dann hauen wir doch da mal den Draht rein. Wo ist der Draht? Da. So, du hältst mal die Stellung, Shannon. Und guckst, ob wir Gesellschaft kriegen. Ich hoffe nicht. Nichts Interessantes drin. Eine Leuchtgranate. Hallo? Das war's aber für diesen Raum auch schon wieder. Ich hau mal hier mit der Brechstange in die Fenster zu Klump. Einfach mal was können. Zack. Ansonsten nichts. Nichts von Interesse. Okay. Dann wieder zurück auf die Schrot und wieder raus. Ach nein, nicht wieder so ein verbuggter Gang. Ach nö. Der ist down. Das finde ich schon mal gut. Revolver. Ja, geil. Abgeschlossener Wandschrank. Eben ging der Wandschrank damit auf. Jetzt natürlich wieder nicht. Jetzt haben wir noch was. Das war's. Aber jetzt haben wir schon mal einen fetten Revolver. Mit dem wir so noch nichts anzufangen wissen. Gut, da haben wir alles erledigt. Da ist's. Hä? Wieso ist das dazu? Naja. Gut, dann. Richtung Tor Nummer 3. An den Viechern vorbei. Ach, tu was! Tu was, Kumpel, tu was! So, jetzt gehen wir mal hier durch. Hier ist komischerweise überall noch Licht oder zumindest ist es ziemlich hell. Okay. Die Musik macht mir irgendwie ein wenig Panik. Zack. Zack. Einmal mal provisorisch alles kaputt hauen. Noch ein Energy Drink und noch ein Energy Drink und noch was. Das war's. Naja, es steht ja gleich an oberster Stelle. Kann ich den hier irgendwie damit? Wandschrank. Dass mir auch wieder jetzt nichts dazu sagt. Finde ich ja natürlich wieder sehr schön. Gut, als nächstes auf der Tagesordnung. Der Raum. Direkt neben der Treppe. Da war noch ein Raum. Na gut, dann mal auf eine Schrotflinte für den Notfall und dahin. Hoffentlich ungestört. So. Erledigen wir alles ganz schnell hier. Boah, warum so wenig? Huch, der war auch nicht tot. So. Was bleibt? Schwach, leck. Nochmal Klebeband. Und noch mehr Schrot. Wie viel? Nee, Pistole.
Schrot haben wir jetzt wieder 19, die reloade ich gleich mal. Und jetzt, wo kommen wir jetzt hier raus? Ich versuche einfach nochmal ein Fenster einzuschlagen. Ja, du musst ja auch unbedingt im Weg stehen, Kleine. Schwierig, schwierig. Ist hier alles nicht zur Seite schieben? Nee. Was bleibt uns denn noch übrig? Treppe können wir auch nicht runter. Da ist alles. Da hinten ist zu. Da hinten ist zu. Ja.